Kanada gegen Österreich. Go, Kanada, go. Go, Kanada, go. Das möchte er gerne, dass es gesagt wird. An einem ganz, ganz kalten Tag auf dem Heumarkt beim Time Memphis Catch Cup treten diese beiden gegeneinander an, nämlich Powerhouse Neidhart aus der berühmten Hart-Familie aus Calgary, Kanada, gegen den Österreicher Michael Kovac, den Youngster, den ehrgeizigen Jungen, der in die CBA gekommen ist und eigentlich gleich als Ziel angegeben hat, dass er ein Champion werden will und dem es jetzt gelungen ist. Denn er ist auf diesem Turnier als CBA Junior Champion. Und dann will er natürlich weiter vom Junior Champion vielleicht mal mit einem Partner zusammen den Tag Team Champion Gürtel tragen oder dann noch weiter Interkontinental oder CBA-Weltmeister zu werden, vielleicht im Mittelgewicht. Das alles seine Träume. Und um die wahrzumachen, muss er hart an sich arbeiten. Ja, liebe Fans, Wien 1 macht es möglich, dass ich bei euch bin, dass ich euch diese Kämpfe am Heumarkt oder vom Heumarkt immer wieder vermitteln kann. Dass ich euch die Spannung vermitteln möchte, ist natürlich klar. Und so ein bisschen die Mischung bringen will. Die Mischung zwischen Schlägerei oder Brawl, wie man es nennt, und guter Technik. Die Mischung auch der Truppe vom Heumarkt. Das heißt, die ganz harten Jungs und dann die fliegenden Techniker, die Mittelgewichtler und die schweren Bröckeln. Das alles macht natürlich den Reiz des Wrestling aus. Und dafür ist ja Wien bekannt, eine Stadt, die eigentlich seit Beginn dieses Jahrhunderts eine Athletenstadt gewesen ist. Eins, zwei, aber das ist hier nur ein Two-Count. Und dann kommt der Arm Dreck und der Arm Bar, angesetzt von Michael Kovac. Ja, Wien eine Athletenstadt. Natürlich aus der Kaiserzeit her noch, als dann die Fremdvölker nach Wien geströmt sind und man auch zu der Zeit damals schon durch Stärke und Fleiß und Behendigkeit und viel Training einiges erreichen konnte. Also erst einmal Meisterehren im Sport und daraus resultierend dann auch im Beruf weitergekommen ist. Also immer wieder das Gleiche. Wer sich dem Sport verschreibt und den intensiv betreibt, ganz gleich welchen Sport, der hat eine Chance dabei, erst einmal sich selbst zu stehlen, sich auch psychisch und physisch aufzubauen und dann im Leben auch stark zu sein. So, ein paar Lebensweisheiten von Peter William, ganz nebenbei. Wristlock jetzt von Powerhouse Neidhart, angesetzt bei Michael Kovac. Und natürlich möchte man den jungen Österreicher in Wien siegen sehen. Aber immer geht's halt nicht. Und dieser Neidhart hat eine Basis, die sich sehen lässt. Denn ein Stu Hart hat mit ihm trainiert. Und dieser Stu Hart hat ja die Stampede Wrestling gegründet in Calgary. Der Kanadier, der seine gesamte Familie ins Wrestling-Geschäft gebracht hat, wenn man so will. Und dann die Neidharts noch mit dazugenommen hat. Und alle diese Jungs mussten trainieren von Kindesbeinen an. Wurden dann auch amateurmäßig auf die Matte geschickt. Und deswegen sind sie alle gefährlich. Und wie ihr seht, mit seinem Ziegenbart ist er natürlich der Nachfolger von The Anvil Neidhart, der ein paar Jahre älter ist als Powerhouse. Und Powerhouse will ihm nicht nur nacheifern, was die Erfolge betrifft, sondern auch seinen ganzen Kampfstil hat er angeglichen. Und jetzt das Überspringen des Gegners. Oh weh, oh weh, oh weh. Da ist der Micha ein bisschen früh hochgegangen. Und schon hat's den Powerhouse Neidhart rausgehauen.
Ja, liebe Fans, wir haben die kleine Pause hinter uns gebracht und diese Pause natürlich verkürzt, damit ihr gleich wieder im Ringkampf geschehen seid. Das ist ganz klar, die ganze Sache ein bisschen hart rübergebracht in die nächste Runde, aber wir sind wieder im Ringgeschehen. Und es tut sich eigentlich noch nicht so viel, dass man sagen könnte, also jetzt ist es soweit, jetzt wird der Michael den Sack zubinden und Powerhouse Neidhart nach Hause schicken. Aber auf der anderen Seite auch Powerhouse Neidhart kann nicht als der große Sieger bezeichnet werden. Also vielleicht wird dieses Match durch eine Überraschung entschieden oder durch eine ganz schnelle Reaktion. Auf jeden Fall ist der Michael Kovac im Augenblick etwas aus dem Match, wie wir es immer wieder sagen. Wenn einer dann leiden muss und seine Linie verloren hat, also nicht mehr die Moves und Aktionen anbringen kann, die er anbringen möchte. Ja, liebe Fans, was kann man euch noch Neues sagen? Ich möchte auf jeden Fall noch mal darauf hinweisen, dass Wien 1 nicht nur den Heumarkt hier bringt, also Wrestling in Wien, sondern überhaupt Wrestling der CBA. Und die CBA also während der gesamten Saison begleiten wird. Ihr könnt also in der Winterzeit bei der ständigen Sendung von Wien 1 jeweils am Samstagabend oder am Dienstagabend dann die großen Ereignisse der CBA sehen. Und hier Sunset Flip und Double Deck Nelson. Nein, das reicht noch nicht. Jetzt kommt aber richtig Leben in die Bude, wie ich es mal bezeichnen möchte. Ob das aber reicht, das ist die zweite Frage. Ja, liebe Fans, um damit weiterzugehen, nicht nur, dass ihr die Saison der CBA verfolgen könnt, nein, Wien 1 wird auch Classics bringen, Classic-Matches, das heißt also, wir werden noch Big Otto Wanz sehen. Big Otto Wanz in seinen Championships, Meisterschaftskämpfe von ihm oder Ausschnitte aus Großereignissen der CBA aus den 80ern, wo ihr dann ganz jung die Stars von heute sehen könnt oder aber wie ältere Stars abgetreten sind. Das alles wird ein bisschen gemischt und ihr könnt es dann auf Wien 1 verfolgen. Also eine ganz, ganz tolle Sache, wie ich meine, denn man gibt hier die Möglichkeit, Klassik und Gegenwart faktisch von einer Woche zur anderen wechseln zu sehen und natürlich dann auch miteinander vergleichen zu können. Das sieht nach einem Neckbreaker aus und das ist er auch und das könnte dann schon das Cover sein. Und eins, zwei, aber dann kommt der Kickout und Michael Kovac lässt sich auf keinen Fall auf diese kurze Art und Weise besiegen. Da muss noch ein bisschen passieren und Powerhouse Neidhart wartet, dass Michael Kovac wieder oben ist und jetzt setzt er die Krawatte an. Ein Headlock, ein Side-Headlock der besonderen Art. Ihr wisst ja, da gibt es den Schwitzkasten oder eben diesen Headlock, den Powerhouse Neidhart jetzt angesetzt hat. Dann kommt der Kick und wieder wartet er und wollte jetzt natürlich den Front-Headlock ansetzen. Aber dafür kommen dann jetzt diese fiesen Aktionen. Und mit diesen fiesen Aktionen, mit diesem Rule-Breaking will er natürlich auch seinen Gegner beeindrucken. Das, was da passiert, ist absolut verboten. Denn das kann ganz böse Verletzungen geben, wenn man da mit der Stirn oder überhaupt mit dem Kopf über das Seil gezogen wird. Erstmal wird es ganz heiß, das brennt fast und dann kann es auch Narben geben. Ja, nicht viele Zuschauer an diesem Tag, aber die da sind, die feuern natürlich ihren Landsmann an. Und Powerhouse Neidhart will erst einmal ein bisschen Dampf aus diesem Kampf nehmen. Dampf aus dem Kampf, na bitte, wieder ein Gedicht von Peter William. Und einmal Kick und jetzt raus. Rüber über das Seil und der Micha ist draußen. Im Gegensatz zu einigen amerikanischen Ligen ist ja bei der CBA der Ringsturz über das oberste Seil erlaubt. Jetzt wird er wieder reingeholt, beziehungsweise rübergelegt über das Seil. Und dann gibt es den Elbow. Also, jetzt muss der Michael wieder rein, aber da wird er, jawohl, er blockt erst einmal und noch einmal einen Elbow seitwärts angesetzt an die Halsschlagader, rüber
gleich auf den Gegner. Eins. Moment. Ja, unser Referee, Monsieur Didier Gapp, hat da was anderes gesehen. Bigfoot jetzt von Powerhouse Neidhardt. Und da scheint er beeindruckt zu sein, der Michael, und muss noch einen Foot nehmen. Und Powerhouse Neidhardt hat nicht mal Unrecht gehabt, denn der Michael war mit dem Knie schon oben. Drüber jetzt, whip in. Und dann, ja, das war natürlich etwas verunglückt. Da wollte er ihn zu einem Stomach Splash nach vorne ablegen und hat ihn dann im letzten Augenblick als Back Suplex oder halben Back Suplex nach hinten gehauen. Ausheber, Body Slam, Leg Drop, der daneben geht. Ja, da fasst er sich an den Hintern und zeigt damit nicht nur an, sondern ich darf es euch auch sagen, und einige von euch werden es vielleicht auch schon erlebt haben, wenn man dann auf den Steiß runterfällt, das tut schon weh. Da wird man richtig durcheinander gerüttelt. So, jetzt hat er den Powerhouse Neidhardt da drüben eingewickelt, in die Seile, auch nicht erlaubt, der Referee pfeift. Jetzt geht er wieder rüber mit diesem Crossbody auf den Gegner, der natürlich nicht zur Seite gehen kann. Aus dem Grunde ist die ganze Sache auch verboten. So, Didi, nun sieh mal zu, wie stark du bist. Jawohl, Monsieur Gapp schafft es. Und Powerhouse Neidhardt wird jetzt zurückgeholt, wahrscheinlich in den Ring. Hoppala, jawohl. Und da liegt er und wird ermahnt, der Michael. Der Michael wird ermahnt vom Referee. Und jetzt sehen wir wieder diese herrlichen Aktionen. Oh ja, ein Spinning Kick von Michael Kovac. Und dann setzt er diesen Headlock an, diese amerikanische Krawatte, wie man im deutschsprachigen Raum sagt. Und dieser Stretch als Submission Hold. Und ihr seht, dass es eine Kombination ist. Also einmal der Arm, einmal das Bein. Also Leglock und Armlock. Und dann vielleicht sogar noch das Cover daraus. Also eine wunderbare Aktion. Wrestlerisch, einwandfrei und im Timing auch sehr, sehr gut. Aber man muss zusehen, dass man dann das Cover schnellstens schafft, wenn man selbst zu viel Kraft dabei verbraucht. So, da habt ihr gesehen, Powerhouse Neidhardt, der ja gewöhnt ist aus Kanada, ohne Pausen zu wresteln, der wollte gerade noch den Kick loswerden, aber dann kam die Pause. Pause aber schon wieder vorbei, bei uns jedenfalls, Wien 1 macht's möglich, wir sind wieder im Ring geschehen und jetzt die nicht legalen Schläge. Es gibt ja die Schläge mit der offenen Hand, wo man also mit dem Handballen ruhig zuschlagen kann. Das ist erlaubt, aber mit der geschlossenen Faust, das ist nur bei Sonderkämpfen, also bei einem Streetfight zum Beispiel, erlaubt. Sunset Flip und Double Leg Nelson von Michael Kovac. Und jetzt geht's weiter, jawohl. Rüber und nochmal Whip-In. Und jetzt steht er da und muss natürlich den Slide Down nehmen, oder nicht? Doch, ja, eins, zwei, nee. Nur ein Two-Count, es hat nicht gereicht, ja. Da fehlt vielleicht dem Michael auch jetzt die Kraft. Da ist er ein bisschen aus der Kondition raus, durch die Länge des Kampfes. Und Powerhouse Neidhardt hat ihm zu viel abverlangt. So, jetzt geht's aber wieder rüber. Whip in und dann kommt der Reverse. Michael geht rüber, wird aber aufgeladen und dann gibt es diesen Neidhardt Slam. Und das ist das Ende und Sieger des Kampfes in diesem Fall. Powerhouse Neidhardt über Michael Kovac. Das heißt, dass nicht immer das Gute gewinnt, sondern eben auch manchmal die bösen Jungs. Kanada.